Hallo Freunde der postapokalyptischen Game Store, hier ist wieder euer Mario und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier bei mir und meinem kleinen, anscheinend zerstörten Springfield ist mir bis jetzt noch gar nicht aufgefallen. Ich habe auch bis jetzt noch gar nicht so großartig was gesehen zwischen Erwachsenen und Kindern, außer so ein bisschen, dass die Erwachsenen befestigen und die Kinder greifen an, aber so storytechnisch ist da noch gar nichts passiert oder irgendwas. Was haben wir denn hier? Grobian in befreundeten Städten, mache ich dann. Bin wieder los, um Basen zu befestigen. Habe ich schon gemacht. Achso, ich zeige euch dann sowieso jetzt erst nochmal schnell, was die letzten drei Tage passiert ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Juhu, ich gewinne, ich gewinne. Diese Mauern sollten sie für eine Weile zurückhalten. Hey, die Tür ist verriegelt. Flucht aus dem Alter Teil 5. Robi, Baby, was hast du gemacht? Ich fürchte, hier ist schon besetzt. Während ihr eure Mauern gebaut habt, habe ich die Duftzapfanlage auf eurem Schlafplatz aufgebaut. Okay. Aber wir waren zuerst da. Tut mir leid, bei mir hört die Freundschaft auf. Wenn die anderen erfahren, was du getan hast, hört hier noch was ganz anderes auf. Ach verdammt, was erwähne ich überhaupt das Wort mit B? Hä? Bier oder was? Grobian in Springfield. Grobian in anderen Springfields. Grundgütiger! Hier steht, dieser Spielplatz wurde voller Stolz in Springfield gefertigt. Nichts, worauf irgendwer stolz ist, kommt aus dieser Stadt. Das Ding wird beim lauesten Lüftchen umkippen. Und wenn erst die Kinder darauf losstürmen... Ich habe mal Kupfer aus meiner explodierten Schnapsbrennerei an einen Schrotthändler verkauft. Der hat alle möglichen Krempel, mit dem wir dieses Ding hier verstärken könnten. Achso. Ei, wir müssen uns nur gut eingraben, wie die Flöhe in Willis Augenbraue. Willi. Oh, cool, ein Schrottplatz. Ich habe ja nicht schon 3 Schrottplätze, 4 Schrottplätze. Dumpf da da. Swoosh. Tippe Grobianer an und greife Basen an, um Schrott zu erhalten. Tausche Schrott ein und schalte neue herstellbare Gegenstände frei. Das Ganze geht immer noch. 41 Tage. Fast genau sogar 41 Tage. Ein gerader Graben. Okay. Ein Eckgraben. Okay. Jo, bauen wir mal hier noch. Befestigen und angreifen. Da ist meine Blankziehstatue. Ja, zeigt das kleine Knackerschlein. Okay, das klang jetzt ein bisschen seltsam, aber... Was? Warum steht da eine riesige Statue, auf dem du deinen... meinen Hintern... Meinen allerwertesten? Mein Arsch? Dabei wollte ich dich doch vor diesen Worten schützen. Ich habe wohl versagt. Tja, tut mir leid. Den Kampf hattest du schon verloren, als ich 4 war. Blank ziehen in Bronze? Geil. Was haben wir denn hier jetzt? Lass mal schauen. Einen geraden Graben. Den lassen wir mal schnell bauen. Lass mich mal schnell den geraden Graben graben. Damit es hier weitergeht von der Story her. Ich wusste nicht oder ich habe nicht registriert, dass das damit verbunden ist. Dass es nicht weitergeht, solange ich keinen Graben gebaut habe. Irgendwie... Das Event ist so ein kleines bisschen anders, als ich das gewohnt bin. Das sollte sie aufhalten. Aber ich weiß nicht, für wie lange. Wir werden an den Stränden kämpfen, wir werden an den Landungsabschnitten kämpfen und wo der Typ mit der Zigarre uns sonst noch haben will. Ja. Hey, am Strand! Ich kann mit meiner Clownshaut nicht in die Sonne. Ich meine damit, dass wir unser gesamtes Revier verteidigen müssen. Das wird ein langer Krieg. Notfalls verschanzen wir uns in der Burg, wie meine Urahnen in der alten Heimat. Die haben sich verschanzt? Ei, das war ein Haufen Feiglinge allesamt. Okay. So, dann bauen wir noch eine Spielplatzbarriere. Naja, eine. Zwei oder drei. Ich glaube, 3 brauche ich. Naja, um weiterzukommen, brauche ich, glaube ich, 3. 3. Der Spielplatz ausguckt, den kann ich mir nicht mehr leisten. Bin schon arm, bin schon pleite. Und da sind wir auch schon wieder. Pünktlich zum... Die versammeln sich hier alle um meine Bartarsch-Statue. Ich finde, ich habe die hier ziemlich gut platziert eigentlich, oder Leute? Mal ganz im Ernst, alle laufen hier drum rum und glotzen Barts Arsch an. Passt. Wie Arsch auf Eimer. Wie die Faust aufs Auge. So, nee, ich will hier gar keine Donuts im Moment ausgeben. Obwohl, eigentlich schon nur nicht dafür. Aber das machen wir dann gleich. 1, 2, 3, 4, 5. Mache ich das wirklich?
Mache ich das wirklich? Erstmal hole ich mir jetzt hier noch ein paar Duffs ab. Ein paar Duff-Beers. 1500 Duff-Biere. So. Dann haben wir einmal, ich habe total vergessen, die Preise mir anzugucken oder mit euch dann zusammen zumindest die Preise anzugucken. Die Blankzieh-Statue, die habe ich jetzt schon, die Gratis-Landmarke habe ich auch schon. Ich habe übrigens auch festgestellt, EA, jetzt mittlerweile drehen sie vollkommen am Rad. Die hier alle gibt es anscheinend nur noch mit Gratis-Landmarke. Diese Dinge kann man anscheinend nur noch mit Gratis-Landmarke freischalten. In meine alten Geländefelder hier, die Wasser... Die Wasserfelder ist das Einzige, was noch übrig geblieben ist für mich. Das ist immer noch ganz normal. Die kann ich entweder mit der Gratislandmarke oder mit dem oder mit Geld halt, so wie sich das gehört eigentlich, ja. Immer noch freischalten beziehungsweise mir zu eigen machen. Aber die Dinger da unten, das geht anscheinend jetzt wirklich nur noch mit Landmarken. Das finde ich schon ganz schön hart. Also was gibt's? Drei? Für jeden Event und wie viel. Man kann die bestimmt kaufen für Donuts. Ich kann es jetzt nicht gucken, weil ich habe ja noch eine. Ich müsste diese eine einfach mal. Ich mache das jetzt gerade mal. Ich will das jetzt wissen. Ich möchte das jetzt wissen. Ich fange hier hinten an. Die gratis Landmarke. Ist noch eine hinten dran. So, die kann ich jetzt kaufen. Was war denn das jetzt? Jetzt bin ich irritiert. Konnte ich die jetzt eben? Du hast keine gerade Landmarke mehr. Habe ich das jetzt eben wirklich gekauft für mein Geld? Ich habe jetzt nicht vorher drauf geachtet. Scheiße. Muss ich nachher im Video mal gucken. Aber es sieht jetzt ganz so aus, als hätte ich jetzt eine mit der gerade Landmarke und eine gekauft. Ja, kacke. Dann hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das angefangen. Aber da stand überhaupt kein Preis. Woher weiß ich denn, was das dann kostet? Ach, so ein Cheat. So ein Kack. Schön eine kleine Ansammlung hier. Ja, ein bisschen was. Ansonsten, ja, es gibt eigentlich gar nicht viel zu tun, gar nicht viel zu erzählen. Es ist eigentlich doch. Ich war da eigentlich hier gerade noch bei den Preisen. Ich hatte ja das letzte Mal vergessen, die Preise mal mit euch zusammen anzugucken. Dann haben wir das Trainingsgelände, da habe ich schon etwa die Hälfte schon davon. Dann haben wir den General Bart. 350 Stücke Schrott. Und Pyro. Das ist so bestimmt so eine American Gladiator-Scheiße. Pyro klingt voll danach. Ich habe immer noch keine Basis aus Müll, die kommt ja wahrscheinlich im zweiten Akt. Und ich habe auch noch keinen Grobian fort, das kommt dann sehr wahrscheinlich im dritten Akt. Oder andersrum, das im zweiten. Das im dritten kann ich nicht genau beurteilen. Ich habe ja noch ein paar Graben. Achso. Ich hing ja hier fest am Spielplatz aus Guck. Mittlerweile kann ich ihn mir leisten, also leiste ich ihn mir auch dementsprechend. Wo stelle ich denn den Ausguck jetzt hin? Ich habe die hier alle so. Aber das
Biggs irgendwie so ein bisschen, zählt das noch? Dann lasse ich jetzt so ein Fuddel da drauf. Und das gleiche machen wir hier auch. So, zapp und zapp. Und noch ein. Na, zapp. So. Dann komme ich nämlich auch mit dem Graben darum. Ich hatte eigentlich vor, den hier erst den Graben, also hier in der Mitte den Graben, dann außenrum diese Holzzäune, aber das hat irgendwie auch nicht so richtig funktioniert. Jetzt habe ich sowieso die hier, ich guck mal, dass ich in alle vier Ecken einen reinsetze. Jetzt muss ich aber meinen Scrap City noch mal ein bisschen weiter weg machen, sonst stört das nachher nur, optisch gesehen zumindest. Ach ja, hier mein Barty wollte was. Kaum zu glauben, dass Homer und die anderen Hornochsen ihre Stellung so lange halten konnten. Geben wir etwa auf? Wir haben all unsere Kraft und geistigen Fähigkeiten aufgebraucht, auch wenn ich letztere bei euch nicht wirklich erkennen kann. Du lebst gefährlich, Marty. Wir geben nicht auf. Wir werden erneut angreifen und ihnen zeigen, wie verrückt Kinder sein können. Lass die Erwachsenen den Megaspiel was befestigen. Das machen sie sowieso schon die ganze Zeit. Die sind ja auch schon unterwegs. Und lass die Kinder angreifen. Das machen die ja auch schon die ganze Zeit. Aber irgendwie war das noch was anderes hier. Schalte General Bart frei. Okay, das passiert ja dann automatisch. Du bist hier dieser komische Durchgeknallte, gell? Ja, genau, Frankenstein. Ja. Dann würde ich mal sagen, war's das schon wieder von mir für diese Runde. Wenn es euch denn gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Kommentare oder abonniert den Kanal. Falls ihr das nicht ohnehin schon längst getan habt, wenn ihr euer Nick unter meine Videos schreibt, dann gebt ihr den Leuten damit die Möglichkeit, euch zu adden in dem Spiel. Auf der anderen Seite könnt ihr natürlich auch gerne aktiv, meine ich natürlich, in die Kommentare unter meinen Videos gehen. Es gibt viele Leute, die ihren EA-Nick da schon hinschreiben. Dann könnt ihr sie in eure Nachbarschaft einladen. Das Ende vom Spiel oder das Ende vom Video ist natürlich das gleiche. Alle bekommen neue Freunde, mehr Freunde, coolere Freunde, schönere Freunde, bessere Freunde. Naja. Freunde halt, Nachbarn. Und von daher, ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Habt viel Spaß da draußen. Wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos. Ciao.